Danke, das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie in den nächsten Wochen in Ihren Wahlkreisen zu Hause erklären müssen, dass der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr 5000 Kilometer entfernt im westafrikanischen Mali stattfindet, dann kann es sein, dass Sie mit zwei Fragen konfrontiert werden, nämlich erstens, warum ist die Bundeswehr eigentlich dort? Und zweitens, wie läuft es eigentlich? Zur ersten Frage hat die Bundeskanzlerin sich im letzten Sommer vor Kommandeuren der Bundeswehr geäußert. Sie sagte, und ich zitiere hier, wie die Dinge gehen: Erst habe es terroristische Attacken in Frankreich gegeben, dann habe Paris eine Art Bündnisfall ausgerufen und um Hilfe gebeten, und plötzlich sind wir in Afrika. Genauso war es. Zwar hat Frankreich damals eher Hilfe im Kampf gegen den IS in Syrien erhofft, und Mali hat auch nichts mit dem Terroranschlag in Paris zu tun, aber egal. Frank-Walter Steinmeier hat am Beginn seiner zweiten Amtszeit als Außenminister im Jahr 2013 gesagt, es ginge nicht länger, dass Frankreich sich nur um Afrika kümmert und Deutschland nur um Osteuropa. Allerdings haben die französischen Interessen in Frankreich eine koloniale Geschichte und eine Tradition der militärischen Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Ich finde, dazu sollten wir lieber Abstand halten. Wie läuft eigentlich der Einsatz? Ich habe mir mal den Spaß gemacht, auf der offiziellen Seite von EUTM Mali nachzuschauen. Wir können das gerne auch tun. Dort gibt es einen zweiminütigen Film, eine Dia-Show mit glücklichen malischen und EU-Soldaten. Dazu die Slogans: One goal, together, to train, united. Toll. Das Leben in Mali ist leider kein Werbefilm. Die Sicherheitslage, wir haben es von vielen Rednern gehört, wird schlechter. Der Friedensprozess kommt nicht voran. Und wir haben es mit einem ernsten Dilemma zu tun. Zwar kann die Europäische Union und auch die Bundeswehr die malische Armee ausbilden, aber wir können nicht entscheiden, was die malische Armee tut und wie sie es tut. So berichtet die UNO, dass malische Soldaten auf einem Wochenmarkt in Boulikessi 12 Menschen ohne Verfahren und oder willkürlich getötet hat. Schon zuvor haben UN-Ermittler über ähnliche Vorkommnisse berichtet. Malische Soldaten hätten Häuser angezündet, Zivilisten gekidnappt und erschossen, hieß es. Außerdem wird zu 44 Fällen von außergerichtlichen Hinrichtungen durch malische Soldaten ermittelt. Wenn die Bundeswehr Soldaten ausbildet, die so handeln, dann trägt auch Deutschland Mitverantwortung für deren Opfer. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wenn die malische Regierung Einsätze anordnet, von der Bundeswehr ausgebildeter Soldaten, und diese Einsätze den Friedensprozess eher zurückwerfen als voranbringen, dann können wir als Bundestag auch nichts dagegen tun und tragen doch auch Verantwortung für Konsequenzen. Und genauso ist es geschehen. Dem können wir doch nicht zustimmen. Angela Merkel hat mal gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass deutsche Soldaten in Mali gut sind, aber am allerbesten, wenn sie zur Ausbildung der malischen Soldaten eingesetzt werden. Dahinter schwingt so eine Idee mit, nämlich dass man mit reinen Ausbildungsmissionen irgendwie Verantwortung zeigt, ohne tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wenn es schief geht, dann stecken wir mittendrin. Das darf so nicht bleiben. Anknüpfend an den Kollegen Lechte, allerdings mit einer anderen Konsequenz, will ich auch noch mal auf das aktuelle Beispiel zu sprechen kommen. Das, was wir hier jetzt diskutieren und entscheiden, ist kein exekutiver Einsatz. Die Soldaten sind nicht berechtigt, Kampfhandlungen durchzuführen oder die malische Armee zu begleiten. Sie dürfen Waffen tragen, nur zum Selbstschutz. Trotzdem diskutieren wir hier darüber und entscheiden darüber und verleihen so ein Mandat für diesen Einsatz. Ich finde den Vorwurf des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages total berechtigt, dass genau das Gleiche in Niger auch passiert. Die Soldaten sollen dort ausbilden, müssen sich zum Selbstschutz bewaffnen, weil die Lage so gefährlich ist. Und hier im Deutschen Bundestag wird nicht darüber diskutiert und entschieden. Ein selbstbewusstes Parlament müsste das Parlamentsbeteiligungsgesetz an dieser Stelle klarstellen und nicht, Herr Lechte, die Regierung bitten, anders zu handeln. Wir werden zu diesem Vorstoß Nein sagen und zu dem Mandat insgesamt auch. Herzlichen Dank, Herr Kollege Liebig. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Agnieszka Brugger.